Liebe AFC-Fans, herzlich willkommen aus dem Alfred-Mager-Stadion hier in Sasal. Gianluca Giordano, unser Neuzugang, herzlich willkommen beim AFC. Schön, dass du bei uns bist. Vielen Dank. Du hast, bist zur Halbzeit eingewechselt worden. Diesen Deadline-Day gibt es in dem Sinne nicht so wirklich. Ja. Aber du bist jetzt kurz vor Schluss noch zum AFC gewechselt. Ja. Von Lohne zum AFC. Hast dich in der zweiten Halbzeit dann schon in meinen Augen relativ gut eingefunden. Wir haben 2-2 gespielt. Wie hast du das heutige Spiel gesehen? Also ich glaube, dass wir auch gerade in der ersten Halbzeit klar die bessere Mannschaft waren. Dann natürlich für mich so, ich dachte, ich komme so vielleicht 60., 70. rein. Mhm. Dass ich dann natürlich zur Hälfte reinkomme, war für mich natürlich trotzdem cool. Und dann glaube ich schon, dass wir auch im zweiten Durchgang die besseren Chancen hatten, dann auch vielleicht vom 1-0 aufs 2-0 zu gehen. Ja. Haben das so ein bisschen versäumt, aber da hat man, glaube ich, am Ende dann auch gemerkt, dass wir es unbedingt noch wollten, zumindest den Punkt zu holen. Und ich glaube, damit kann man nicht zufrieden sein, aber wenn man in der 93. 2-1 liegt, dann ist das, glaube ich, okay. Finde ich auch. Ich habe jetzt ein paar Spielern eben gerade so ein bisschen die Reaktion so ein bisschen gesehen. So richtig Freude über den Last-Minute-Ausgleich war da nicht. Wir hatten es so oben so ein bisschen gesehen, dass Sasel relativ effektiv in der zweiten Halbzeit gewesen ist mit, ja, ich glaube, 3-4 Chancen oder so. Also ja, nichts gegen den TSV, aber der AFC war schon überlegen in meinen Augen. Ja. Wie sehr nervt das dann, dass man den Gegner da noch wieder so einlädt? Ja, man macht es natürlich nicht freiwillig, das ist ja klar. Aber ich glaube, wenn man beim Auswärtsspiel dann so einmal vielleicht ins Nachdenken kommt, so in ein, zwei Situationen, die dann nicht zum Tor führen, die dann aber noch so ein bisschen im Kopf drin sind, dass man vielleicht den Ball nicht ganz klar klärt und dann vielleicht auch noch einen unglücklichen Elfmeter gegen sich kriegt, dann schwimmt man natürlich kurz, aber ich glaube, dass wir da spätestens mit dem 2-1 dann auch uns gefangen haben und dann wieder den Blick nach vorne gesucht haben. Auf jeden Fall. Also letztlich kann man, glaube ich, unter den Umständen, dass es 5 Minuten Nachspielzeit gab und Martin Schauer da noch den Ausgleich gemacht hat, irgendwie mit dem Punkt zufrieden sein, aber auch irgendwie auch nicht, weil man so überlegen war. Aber nichtsdestotrotz, nächste Woche FC Alsterbrüder ist der nächste Gegner. Das nehmt ihr jetzt mit, auch wenn du erst seit ein paar Tagen dabei bist, aber was nehmt ihr mit? Ich glaube, dass wir mit dem Spiel an sich zufrieden sein können. Vielleicht mit dem Ergebnis nicht ganz so, aber wie wir ins Spiel reingegangen sind, wie wir die Zweikämpfe auch angenommen haben, wie wir Leidenschaft gezeigt haben, ich glaube, das kann man mitnehmen oder das muss man mitnehmen. Und dann bin ich mir sicher, dass wir nächste Woche auch wieder die 3 Punkte holen. Perfekt. Gianluca, vielen Dank für deine Zeit. Kein Problem. Und schön, dass du beim AFC bist. Vielen Dank. Wir haben noch einen weiteren Interviewgast gefunden, nach dem 2-2 beim TSV Sasal. Martin Schauer, unser Torschütze zum 2-2 in der Nachspielzeit. Erstmal Glückwunsch zum Tor, dein Premierentor für den AFC. Ja. Das war heute ein guter Zeitpunkt, um das allererste Tor für den AFC zu erzielen, oder? Auf jeden Fall. Also ich habe mich gefreut, wurde endlich Zeit. Aber auch in so einem Spiel, gerade gegen Sasal, guter Gegner. Und vor allen Dingen jetzt noch, dass den Ausgleichstreffer gemacht ist, natürlich umso besser in der fast letzten Minute. Weil wir auch nicht verdient hätten, hier mit 0 Punkten nach Hause zu gehen. Deswegen bin ich umso glücklicher. Ich habe so ein bisschen die Gesichter von euch geguckt. Ihr wart jetzt nicht so ganz zufrieden. Auch wenn man natürlich in letzter Minute den Ausgleich macht, ist man ja erstmal froh über den Ausgleich, aber mit dem Spiel nicht so ganz. Woran hat es gelegen, dass man Sasal dann noch wieder so ein bisschen zurückgeholt hat in das Spiel? Also ich glaube, wir haben die erste Halbzeit wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Also wir hatten Sasal gut im Griff in den Zweikämpfen. Auch mit dem Ball haben wir wirklich ein gutes Spiel gemacht. Und ich glaube, deswegen sind wir in Anführungszeichen ein bisschen traurig darüber, obwohl wir das auf keinen Fall sein müssen. Weil 2-2 gegen Sasal, wie gesagt, stehen auch da oben. Gerade auf dem Kunstrasen hier bei denen, es ist kein einfacher Gegner. Die spielen auch einen guten Ball. Und ich würde sagen, weil wir in der ersten Halbzeit wirklich ein gutes Spiel gemacht haben, waren wir halt, glaube ich, ein bisschen traurig, dass wir so, ich würde sagen, einen Elfmeter bekommen haben, der auf keinen Fall ein Elfmeter war. Und dann vielleicht noch das Ende durch so einen individuellen Fehler, aber das würde ich jetzt keinen Vorwurf machen. Also so ein bisschen selber haben wir das Spiel so ein bisschen aus der Hand gegeben und dann noch mit einer unglücklichen Aktion von dem Schiri. Deswegen denke ich mal, dass wir da ein bisschen unzufrieden, sage ich mal, sind, aber müssen wir nicht. Also wir können auf so einem Spiel auf jeden Fall aufbauen. Genau, deswegen. Jetzt haben wir 2-2 bei Concordia gespielt, letzte Woche 1-1 gegen Tornisch, heute 2-2 gegen Sasal. Und in meinen Augen immer unter besonderen Umständen diese Remis letztendlich kassiert. Wie sehr nagt das an euch oder nehmt ihr das einfach mit als Herausforderung und daraus einfach neue Kraft zu schöpfen, neue Energie zu schöpfen, weil man in allen drei Spielen auf alle Fälle auch was Positives mitnehmen kann, finde ich. Das auf jeden Fall. Also man kann aus jedem Spiel lernen.
gegen sowas wie gegen Cordi kann man daraus lernen, vielleicht ein bisschen besser umzugehen mit so welchen Entscheidungen. Heute nach so einem Spiel, also es wird gegen guten Gegner ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, kann man auch auf jeden Fall weiter darauf aufbauen. Ist natürlich unglücklich, also gerade als mit so einem Kader oder mit so welchen Spielern, wie wir haben, müsste man mindestens 6, 7 Punkte vielleicht auf jeden Fall aus den Spielen mitnehmen, aber ist halt manchmal im Fußball so. Absolut. So, ein bisschen Schiedsrichterentscheidung, wie gesagt, heute der eine gegen Concordia auch so ein bisschen. Und Tornisch hatten wir auch genügend Möglichkeiten, da das Spiel zu machen oder das Spiel zu gewinnen. Aber ist leider manchmal so im Fußball, aber wir müssen uns nicht verstecken. Also wir können auf jeden Fall darauf aufbauen und hoffentlich klappt es im nächsten Spiel dann wieder. Genau. Martin Schauer und ich, wir freuen uns schon auf das nächste Spiel, nächsten Samstag. Adolf hier Kampfbahn, Samstag 15.30 Uhr gegen den FC Alsterbrüder, ein Aufsteiger, der habe ich zum allerersten Mal an der Adolf hier Kampfbahn dabei ist. Martin wird dabei sein, ich werde dabei sein und wir wünschen euch noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Wochenende. Tschüss. Ciao, ciao.